Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Seit dem letzten Teil sollten eigentlich nur 10 Minuten für mich vergehen. Am Ende vom Tag habe ich jetzt nochmal irgendwie in 2 Stunden Mittagsschläfchen gemacht. Und ich bin fit und motiviert für die nächste Aufnahmesession. Ahoi! Und da ich keine Ahnung gerade mehr habe, wo ich bin, ich glaube, ich wollte jetzt ein bisschen im großen See tauchen gehen, machen wir das auch einfach. Und euch viel Spaß, mir natürlich auch. Lasst einen Daumen oben, wenn es euch gefällt. Gerne einen Kommentar und sagt allen Bescheid. Jason Neven spielt Hogwarts Legacy. Haut rein. So, ich gehe jetzt ins Wasser. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Mann. Oh Gott, bin ich langsam. Kann ich nicht schwimmen? Ach, geht doch. So, ich weiß nur noch nicht genau, wie ich tauchen soll. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Hier ist irgendwie so ein Punkt. Gehen wir mal auf Suchen. Oh, und schon sind wir unter Wasser. Okay. What the fuck? Okay. Es ist so ein bisschen wie das Tauchen in Animal Crossing. Ich weiß, es klingt jetzt dämlich, weil ich habe es auch irgendwie mit Animal Crossing verglichen für die Lulz. Aber ich ziehe voll die Gegenstände raus. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Alter, was ist hier für Loot? Ich brauche ein Boot. Ich muss über den ganzen See. Ich muss das alles rausholen. Scheiße. Wie geil ist das denn? Hier gibt es noch was zum Tauchen. Gib mir bitte noch mehr Loot. Ja, was ist das? Nochmal! Sehr geil. Bin Fan. Okay, krass. Das war jetzt abgefahren, das war anders wild. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Nee. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Dieser verschmitzte Blick. Aber es wird dich einiges kosten. Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Hab schon super viel gefunden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Die Maske ist eher tendenziell hässlich. Aber juckt. Okay, krass. Sau gut. Schauen wir mal ganz kurz. Haben wir hier unten noch offene Sidequests? Ich bin natürlich super vorbereitet. Ach ja, es war natürlich mal wieder der Fall, dass Olivanda mich angerufen hat, also über so einen Brief. Ihr müsst unbedingt das Buch anschauen. Deswegen. Moment, einmal die Karte öffnen. So. Ja, es hilft alles nichts. Ich werde mich ja eh irgendwie nach oben bewegen und dann kann ich auch gleich die
kann ich auch gleich nämlich die neuen. Was habe ich da unter Wasser gefunden? Da kann ich nämlich gleich auch noch die Merlins Rätsel machen. Also ich werde mir aber auch hier keine Ausrüstung mehr kaufen erstmal. Das sage ich euch, wie es ist. Außer ich finde das hier in Blau. Das würde ich kaufen, damit ich den Stil habe. Ne? So, die Pilze aus dem Boden ziehen. Flop. Genau, und die Merlins Rätsel, die wollte ich allein aus dem Grund machen, damit ich mehr Sachen mit rumschleppen kann. Weil mehr rumschleppen ist so mein Ding. Mag ich. Man hat ja immerhin nicht alle 5 Minuten die Chance, sein Zeug zu verkaufen. Oh, welch angenehme Überraschung. So. Flew. Okay, Bruder. Egal was das war, es ist auf jeden Fall mit magischer Hand, hat es sich bewegt. Wilde Geschichte. Das nächste Merlins Rätsel. Die müssen auch nicht mal schwer sein. Das ist, da bin ich ehrlich. Ach hier. Okay, jetzt ist erstmal die Frage, wo muss das hin? Weil bevor ich jetzt die Kugel da runterschubse in die Grube. Leviosa. Ach hier. Ja, so viel aber jetzt zum Thema mit, ich schubse das einfach in die Grube. Fehlt mir da noch der richtige Skill? Moment. Eis. Oh, krass. Oh, wild. Okay. Here.
Levioso. Okay. Das können wir uns wohl erstmal abschminken. Kriege ich auf jeden Fall nicht gemeistert. So schade es ist. Das musste jetzt erstmal rumliegen. Bin ich zwar jetzt nicht unbedingt Fan von, aber ich glaube, da fehlen mir Zauber. Damit ich das erledigen kann. Gut, gehen wir mal hoch zum Quidditch-Feld. War ich nämlich auch noch nicht. Oh, Wunder. Ich habe das Gefühl, ich halte mich mit zu vielen... Oh, das sieht so krass aus, Alter. Ich halte mich mit zu vielen... ja, Kleinigkeiten schon auf. Statt einfach jetzt erstmal zu sagen, okay, gut, let's go. Erstmal ein bisschen Hauptstory, um schneller an die Skills ranzukommen. Krebs ich jetzt hier eher rum und sag, ja gut, ich mache jetzt so meine, keine Ahnung, 30 Versuche, irgendwas zu lösen. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Okay, es war einfach nur ein Schmetterling. Wie langweilig. Ein gewöhnlicher Schmetterling. Sie gehört, Schmetterlinge, ihr seid gewöhnlich. Boah, was ein Clusterfuck hier gerade. Weil wir mal wieder ein neues Gebiet anscheinend erkunden. Jetzt ruckelt's. Und sobald wir uns hier 5 Minuten aufgehalten haben, wird hoffentlich gleich sich wieder alles normalisieren. Aber das ist... Also Leute... Das weiß ich nicht, ob das groß was mit meinem PC zu tun hat. I doubt it, nämlich. Boah. Das sind halt so die unangenehmen Sachen. Auch das muss man mal zeigen können hier. Und auch da müssen wir mal drüber reden. Warum leuchtet das rot? Also ich fände es jetzt wirklich ganz gut, wenn sich gleich mal das Gebiet hier beruhigt hat und wir uns normal bewegen könnten. Das fände ich außerordentlich gut. Ich habe keinen Bock jetzt nämlich gleich hier rumzurennen. Und auf den ersten Hieb erstmal die ganze Welt zu erkunden, damit wir für die zukünftigen Recordings kein Problem kriegen. Wieder mal auf Abenteuertour? Wenn ihr wisst, wie ich es meine. Weil ich finde es schon sehr gut, wenn ich das alles mit euch direkt first try erlebe. Damit ihr auch die Chance habt, so mein Gesicht dabei zu sehen, wenn ich sage so, oh. Schick hier. Richtig toll sieht das aus.
Weil das, also es tut mir furchtbar leid. Ach hier. Legioso. Ach hier. Incendium. Das ist safe eine Quest. Einer von ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so lange leben lassen, dass er es bereut hat. Akio! Digga, das ist... Es macht gerade nicht so viel Spaß, mit diesen Low-FPS hier zu arbeiten. Das ist leider Gottes... Wen kümmert, ob sie noch leben? Konzentriere dich doch lieber auf unsere Beute, Crabmilbe. Das muss ich leider sagen, das ist nicht so schmackhaft. Pass mal auf. Da schauen wir jetzt mal. Wir nehmen mal den Himmel und den Nebel und das Laub. Das gehen wir jetzt mal auf Mittel. Sichtdistanz gehen wir auch mal auf Mittel. Jetzt gehen wir auf Einstellung anwenden. Und schauen mal, ob es sich jetzt anders fängt. Weil theoretisch laut meiner Grafikkarte sollte ich das Spiel auf Ultra spielen können. Also entweder gewöhne ich mich gerade an die... Das Ministerium. Ah, aber ein Beutel aus Einhorn. Der bringt ein paar Galeonen. Ein paar Galeonen. Ich habe schon lange kein Einhorn mehr getötet. Protego! Das ist kein fairer Insekt! Protego, es ist eigentlich zu intensiv. Leviosa! Leviosa! Geschickt! Incendio! Geschickt! Akio! Incendio! Nein! Akio! Incendio! Die Tierwesen sind... Also wirklich viel besser ist es jetzt dadurch nicht geworden. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich werde dem Teil mal noch dieses Fuckfest an Ruckeleien halt eingestehen. Aber Leute, mache ich nochmal einen Restart. Fühle ich so jetzt nicht. Sagen wir es mal ganz höflich, das fühle ich so jetzt nicht. Dabei hatte ich doch so Spaß. Liebes Videospiel, wieso bist du so? Oh, hier kann ich was sammeln. So. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Fling. Incendio. Akio. Hm.
selbst Merlin stolz. Erstaunlich geringe Cooldown-Zeit bei den Cards. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Warum ist denn jetzt eigentlich mein Mikro so leise? So. Reicht jetzt hier langsam. Genug Probleme gerade. So, was haben wir hier? Wölfe. Aber gut, dass ich gegen Wilderer vorgehe und jetzt selbst erstmal alles hier töte. Das ist, denke ich mal, nur mehr als fair, dass der Loot für mich ist. Und nicht für die. Ja. Komm, Ringo! Das wird auch wehtun. Wenn du dann auch. Drück die falsche Taste. Reduktor! Protego! Oh je, tut das weh! Komm, Ringo! Das sollte ich untersuchen. Ja, solange wir hier nicht drauf gehen, weil es sich so ein abruckelt. Wir speichern. Wir speichern erstmal, bevor ich da in so einen Sprudel reinhüpfe. Okay. Na ja, gut, so kann man halt auch Loot verstecken. Aber ich find's alles. Alter, ist das gerade schlimm. Das wird halt aber auch nicht besser, ne? Also wir hatten das ja in der letzten, vorletzten Folge, als ich gen Süden gewackelt bin. Da war das ja auch schon eher so kurz mal grenzwertig. Aber dann hat es sich gefangen. Jetzt hört das hier ja gar nicht auf. Das macht ja gar keinen Spaß. YouTube, das tut mir echt mehr als leid, aber ich weiß nicht, sogar schon hier auf dieser 60 FPS Kapierung.
Okay, was zum Henker? War das jetzt... Ich schwöre, keiner von euch hätte noch seinen Kopf auf den Schultern, wenn ich euch nicht im Zaum halten würde. Incendio. Du bist die Plage, die Quetzal befreit. Legiose. Wenn ich auch nur einen Kratzer habe, wird dir das leid. Ich mach dir jetzt ein paar Kratzer. Incendio. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Genau, hier töte nur ich. Okay. Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir hatten das neulich schon auf Mittel runtergestellt. Und das Problem hat sich nicht gelöst. Das Problem löst sich aber in der Außenwelt. Das ist alles ein bisschen merkwürdig gerade. Ich nehme das zwar alles jetzt so an. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie in Gebiete gehe, in denen ich noch nichts zu suchen hatte oder hätte. Ihr wollt mir jetzt wirklich erzählen, dass ich fast eine halbe Stunde vor euch recorded habe und wir uns durch die Welt geruckelt haben. Okay, ich wollte es jetzt nicht beschreien. Entschuldigung, liebes Spiel. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Protego! Versuchst du es überhaupt? Insekto! Ah, Explosion! Ich hoffe, du bist ein Tierwesen. Incendio. Explosion. Akio. Incendio. Protego! Okay, also vielleicht habe ich es wieder hervorgerufen. Oder wir hatten halt eben einfach nur gerade so einen Moment. Incendio! Wo wir plötzlich die Karte aufgedeckt hatten für diesen Abschnitt. Okay. Es ist alles gerade zum Mäusemelken, nicht zu wissen, wie ich oder was ich jetzt mit euch hier machen soll. Weil das kann ja alles nicht unbedingt das Spaßes Lösung sein. Forbidden Forest, okay. Da will ich wirklich noch nicht rein. Nee, noch nicht. Hatte Hogsmeade keinen... Schnellreisepunkt. Doch, ich meine schon eigentlich, ne? Was will ich eigentlich in Hogsmeade? Achso, ich wollte ja hier mit Ollivander reden. Das wäre ja eigentlich mein Main-Target. Ach Gott. Hauptsache, bis dahin durchgeruckelt. Hier geht's dann wieder. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss einmal mich durch die Welt ruckeln. Das mache ich dann wohl ohne euch.
Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Das mache ich dann wohl mal ohne euch, aber damit wir flüssig spielen können. Das ist wirklich leider nicht die Lösung des Problems. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Zwischen diesem und dem nächsten Teil werde ich einfach jetzt versuchen, mein Bestes zu geben, die Karte gänzlich aufzudecken. Ab, ihr blöden Knuddelmuffs. Ja, ich werde dann jetzt einfach mal die Karte aufdecken müssen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß zwar noch nicht, ich hoffe drauf, dass es... dass es für mich so ruckelfrei wie möglich geht. Aber ich denke mal, ich werde jetzt alle Einstellungen auf ganz niedrig stellen. Riverio. Ganzen Einstellungen runterdrehen. Auf geht's nach Hogsmeade. Und dann einmal durch die Welt rennen. Weil dann scheint es zu gehen. Damit wir überhaupt noch was in dieser Folge erlebt haben. Schön, dass Sie kommen. Die Quest abgeschlossen Professor Fig spricht in den höchsten Tönen von Ihnen und Ihrem Einfallsreichtum. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass Sie ein schwer zu findendes Buch aufgespürt haben. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Natürlich, Mr. Ollivander. Das mache ich gerne. Wunderbar. Wissen Sie, vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern, ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja, er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Fig hatte recht, Sie sind bemerkenswert. Naja, irgendwas muss sicher sein. Okidoki. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, dann wollen wir doch mal ganz kurz... Kann ich mal ganz kurz das sehen, was ich möchte? Karte erstmal aufmachen. Das wollte ich. So. Ollivander. Da ist der Laden. Mal gucken, gibt es hier wirklich einen Friseur? Kann ich mein Äußeres anpassen? Jederzeit? Hallo. Hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Das weiß ich noch nicht. Überrasch mich. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Oh Gott. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Erstmal eine Dauerwelle reinmachen lassen. Früher nannten Sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Soll das heißen? Auf der Suche nach Veränderung?
Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tom. Aber Gifte werden sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Okay. Ja, ich könnte es ändern, aber... Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde im Character-Editor rumgechillt. Ich glaube, da weiß ich schon ganz genau, wie ich aussehen will. So, Tierwesenbedarf. Brauche ich das schon? Nee. Nein, das war nur eine Katze. Verdammt, Niven. Verdammt. Ah, hallo. Machen Sie ruhig herein. Ja, hallo. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Okay, also Sachen für den Style kaufen, ne? Das habe ich jetzt gesagt. Den Rest brauche ich nicht unbedingt. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Auf der anderen Seite... auf der anderen Seite, ne? Das ist halt auch immer so ein Ding. Sind die Gegenstände dann am nächsten Tag auch noch da? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. So, Sie Mr. haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend... Mr. Besenknecht. Hallo. Gut, die beiden können dann weg. Das kann ich auch alles verkaufen. Ja, das habe ich halt jetzt gerade schon angelegt. Sir. Okay. Wollen wir mal kurz den Look mal wieder anpassen. Ja, falsche Taste, danke. Schon wieder falsche Taste. Oh, guck mal, sehe ich aus wie ein stattlicher Pirat. Hör mal. Ja, das nehme ich. Achso, das ist trotzdem besser. Okay, aber jetzt kann ich hier wenigstens reingehen und sagen, nein. Gib mir den Look. Ich behalte den aber trotzdem erstmal drinne. Man weiß ja nie, wem ich gleich über den Weg laufen würde. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Und dann muss ich cool aussehen. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Der Oberwitz ist ja, ich kann das Ding kaufen. Und direkt wieder verkaufen, weil ich habe ja dann den Stil.
Nee, ich mach schon. Ja, gut, ich mach schon 300 Verlust. So. Aber ist ein schwacher. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Das ist eher so schwach. Schwacher Unterschied. Gut. Und last but not least, würde ich ganz gerne mich hier nochmal in die Quidditch-Geschichte runtergehen wollen. Mal zu schauen, ob wir da rein können. Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass man ab Level 10 sich einen Besen holen kann. Das ist natürlich die Frage. Das ist verschlossen. Okay. Ja, hier ruckelt's auch. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt... Ich werde einmal die Karte abmarschieren. Schaden kann's nichts. Was ich davon mitnehme von der Reise, werde ich euch dann berichten. Vielleicht lasse ich auch einfach eine Aufnahme laufen und spule das Ganze einmal dann für euch ab. Und wenn was Cooles passiert, dann gehen wir da rein. Aber erwartet es nicht. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich die Welt irgendwie aufgedeckt bekomme, weil diese Ruckelfiesta von dem Teil möchte ich euch keinen weiteren Teil antun. Und ja. Ich meine, um fair und ehrlich zu sein. Ich sehe auch keinen großen Unterschied zwischen... Ja, okay, am Charakter sehe ich einen Unterschied. Beim Dampf habe ich nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Es kann halt nicht sein, dass ich Settings runterstelle, dann geht's für 10 Minuten, dann muss ich sie wieder hochstellen. Also irgendwann kann ich halt auch nicht mehr runterdrehen, ne? Da geht auch einfach nicht mehr als niedrig. Gut. Also hier war doch auch so ein Schnellreisepunkt. Naja. Ich latsche jetzt mal hier oben den Norden ab, wenn ich schon mal hier bin. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Es tut mir furchtbar leid, wie der Teil aus technischer Sicht war. Aber ich finde das auch wichtig, das mal zu zeigen. Beziehungsweise, dass wir uns das mal ansehen, damit ihr einfach auch mal seht, was da technisch eigentlich das große Problem ist. So. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Ich bin Justin Even. Haut rein. Tschüss.